Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu Bayonetta. Ich weiß nicht, was jetzt nach dem Blackscreen kommt, deswegen habe ich vorhin mal geschnitten. Und jetzt sehen wir, was gleich kommt. Epilog. Requiem. Ah, war gut, dass ich geschnitten habe. So, erstmal speichern, da. Und dann, to the gates of hell. You bring me enough of these halos, and maybe I can buy a ticket to space. Always wanted to be a bald space marine. What can I do for you anyways? Du kannst mir erstmal... Gut, dann kaufe ich mir die innere Fledermaus. Kaufe mir einen rotglühenden Schuss. Ja, ich gebe mir erstmal einen Schuss hier. Und kaufe mir auch noch hiervon ein bisschen was. Den Rest kann ich mir nicht leisten. Jetzt kommt der Epilog. Und dafür möchte ich gerüstet sein. Requiem. Thank God. There's still time. Ah, stimmt, sie hat den Stein. Left eye will never fall into the hands of another. It is the pride of the Umbra Witches. Ja, wir spielen Jean. Ich sollte einfach immer ausweichen. Oh oh. Ich hab's verkackt, oder? Scheiße. Schön, dass wir Jean spielen dürfen. Darüber freue ich mich gerade wirklich. Errungenschaft, netter Versuch. Oft genug ausgewichen.
Kein Schaden. Platin-Medaille. Wir fahren gerade in den Weltraum. Einfach mal straight upward. Ich glaube, wir glühen auch gerade ein bisschen. Zumindest würde ich deswegen das Verschwommene erklären. Nicht deswegen, sondern daran. Oh, ich habe vergessen, nach vorne zu rühren. Scheiße. Ich hätte vielleicht springen müssen. Zweimal gestorben wegen purer Blödheit. Oh, muss ich wirklich von... Achso, nee. Ich muss nach vorne drücken und aufpassen, dass ich im richtigen Moment springen drücke. Was muss ich tun? Was muss ich tun? Kacke. Nein. Scheiße. Mann. Oh, drei super unnötige Tode. Ich glaube, ich sollte weniger schießen und mehr springen. Na, Jean, you provided me with many blessings. The one and only authentic left eye. Merely seeing it must stir jealousy within you. Your body must yearn to feel a new universe form around it. I have no intentions of gazing upon the left eye. I am here to reclaim my Umbran sister. What the fuck? Ja gut, dann bleibe ich jetzt am Springen. Gehe ich wieder in so eine Spalte falle. Schlägt es hier genauso ein? Oh, was passiert jetzt? The time has come for Jubileus to return. At last, the Trinity of Realities will know their real ruler, and time will begin anew. Theresa, wake up! Are you insane? Light and dark. Unless both eyes remain, the universe will lose its balance and face another Armageddon. And this thing should have slept for eternity. Now you must wake up, Theresa. Theresa! Theresa! Damn you! Open your eyes! Jean. Theresa, you aren't the person I sealed away 500 years ago. You have the strength to overcome this and fight.
finish this. Control Jubileus now. His power is too intense. Light, dark, human. All the strife, all the struggle. The trinity of realities wrapped up in a vortex. Jubiläums. Rest, my friend. I'm off to get that black cat. Panther Kick? Krasser Shit. Oh ja, kann ich auch mal was tun. Ich weiß nicht, wie ich ihr Schaden machen soll, ne? Ich habe das Gefühl, ich muss die Hände mit den Dingern erwischen. Ich lasse mich jetzt erstmal töten. Ach scheiße, rot wie ein Schuss habe ich ja noch. Kacke, Feuerverschwendung. Ja gut. Dann heile ich mich doch erstmal. Ich bin jetzt auch etwas ruhig, ich weiß.
weil ich versuche, den Bullshit hier zu überleben. Die hat, glaube ich, 5 Lebensleisten, oder? Weil Violett hatte Jean auch. Und ich glaube, Violett war 4 oder so. Da ich mich doch so hart drüber aufgeregt. Ach was. Ja. What the fuck? Ja. Und ich kriege weiter Schaden. Alles klar. Und noch mehr Objekte einsetzen. Hoffentlich ist es als Checkpoint gespeichert, nicht, dass ich nach dem Tod den vollen Kampf nochmal machen muss, ne? Ah, tritt ihr ins Gesicht, der Fotze. Ach was. Oh, was? Tut sie. Wasser? Ja gut, aber ich tue was. Okay, wir sehen schon die grüne Lebensleiste. Was kommt jetzt? Ja, super, wie hätte ich mich da jetzt retten sollen? Alles klar. Hallo?
Okay. Aber die hat auch schon ganz schön hart gelitten. Okay. So, und gleich werden wir sehen, was als Checkpoint gespeichert wird. Ich weiß nicht, wie ich hier arbeiten soll. Aha, okay. Was tut sie jetzt? Okay, sie schlägt wieder, wie es scheint. Fäuste hätte ich erwischen können. What the fuck? Ja, ich brech dir die Hand, Schlampe. Ja, und da bin ich tot. So, jetzt sehen wir, wo ist der Checkpoint gesetzt? Mhm, da. Alles klar. Also, der Checkpoint ist echt unverhältnismäßig gesetzt. Das ist nicht fair. Der Checkpoint ist wirklich unfair gesetzt. Ich meine, das grüne Leben hatten wir eigentlich schon durch. Was zur Hölle? Ja, super. Richtig nett. Wie hätte ihn das jetzt überleben sollen? Mal ganz ehrlich. Ja, Ach, ey. Gib mir das auf den Sack hier. Genau dem Moment, wo sie das dritte Mal zuschlägt, werde ich zurückverwandelt, ne? Scheiße, Mann! Wie soll ich denn die Kacke überleben? Schlag zu. Thank you.
So, jetzt bin ich, glaube ich, ganz oben angekommen. Oh, ey, Leute. Ich schneide an der Stelle mal. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.